The Lord is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Selber probieren. Schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn traut. Wie können wir selber Gottes Liebe und Güte kennenlernen? Der Psalmist verrät es uns. Nicht hören und wissen, nicht lesen und wissen oder glauben und wissen, sondern schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Anstatt sich auf das Wort anderer zu verlassen, selbst kosten. Erfahrung ist durch Experimentieren gewonnenes Wissen. Experimentierende Religion ist heute so nötig. Einige, ja sogar viele, haben ein Kopfwissen über religiöse Wahrheiten. Aber sie haben nie die erneuernde Macht der Gnade Gottes an ihrem eigenen Herzen verspürt. Sie glauben an den Zorn Gottes, doch sie machen keine ernsten Anstrengungen, um ihm zu entfliehen. Sie glauben an den Himmel, aber sie opfern nichts, um ihn zu erringen. Sie kennen das Heilmittel gegen die Sünde, aber sie wenden es nicht an. Sie wissen, was recht ist, finden aber keinen Geschmack daran. All ihr Wissen wird ihr Verdammungsurteil nur verschärfen. Sie haben nie geschmeckt und durch Erfahrung gelernt, dass der Herr freundlich ist. Ein Nachfolger Christi zu werden, heißt sich selber zu verleugnen und Jesus angesichts böser Gerüchte und guter Gerüchte zu folgen. Jeder Lieblingsgenuss, der unser religiöses Leben behindert, muss entschieden aufgegeben werden. Werden wir uns anstrengen und Opfer bringen, die dem Wert des zu erreichenden Zieles angemessen sind? Jede Verbindung, die wir mit anderen Menschen eingehen, und mag sie noch so begrenzt sein, beeinflusst uns mehr oder weniger. Das Ausmaß, in dem wir diesem Einfluss nachgeben, wird durch den Grad der Intimität, durch die Dauer der Beziehung und durch die Liebe und Verehrung, die wir der Person entgegenbringen, mit der wir Gemeinschaft leben, bestimmt. So können wir durch unsere Bekanntschaft und unsere Verbindung mit Christus, ihm, dem einen fehlerlosen Vorbild, ähnlich werden. Gemeinschaft mit Christus ist etwas unaussprechlich Kostbares. Wir dürfen solch enge Gemeinschaft genießen, wenn wir sie erstreben und dafür zu allen Opfern bereit sind. So kann jeder aus eigener Erfahrung bestätigen, dass Gott wahrhaftig ist. Er kann bezeugen, ich brauchte Hilfe und fand sie in Jesus. Jedem Mangel wurde abgeholfen. Der Hunger meiner Seele wurde gestillt. Ich glaube an Jesus, weil er für mich ein göttlicher Retter ist. Ich glaube an die Bibel, weil ich sie als die Stimme Gottes kennengelernt habe, die meine Seele anspricht. Amen.